Ich begrüße euch relativ herzlich zurück hier in Odyssee. Wir versuchen erneut Kritta aus Korinnes zu befreien. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist. Verdammt, was ist los? Deine Rettung steht an. Komm. Hoffentlich geht alles gut. Wir hatten so eigentlich zuvor schon hier zumindest da rausgeschafft. Aus dem Kellergewölbe und dann musste das Spiel abschmieren. Tut es Not? Übrigens aus einer Session mit ein paar von den Drachen. Och nee, wo ist die schon wieder hin? Ritter, du blondes Stück Scheiße, kommst jetzt mit. Entschuldigung. Aber seit ich halt mit denen aufgenommen, ey. Mit denen gezockt habe, wir haben die Seed einfach mal so gezockt. Seitdem habe ich schon wieder alle meine Hemmungen fallen gelassen. Hast du was gesagt von wegen aufnehmen? Jetzt hör auf. Habe ich nicht. Das frage ich mich auch gerade. Oh verdammt, da ging ein Ork hier lang. Oh, sag mal, wo ist die denn jetzt schon wieder? Das kann doch nicht sein, ey. So schwierig ist das doch nicht. Ich dachte, ich hätte es rausgeschafft. Ja, jetzt ist sie ganz weg, oder was? Boah, hoffentlich ist sie tot. Scheiß drauf. Meine Fresse, das ist anstrengend mit der. Ich hasse diese Mission. Verdammt, was ist los? Gar nicht. Verdammt, was ist los? Wenn ich das schon nicht hinkriege, warum soll ich das andere dann auch schaffen? Verdammt, was ist los? Verdammt. Mann, wo wollte die denn hin, ey? Versuch mal hier mit langsamem Laufen. So schwer sein, ey. Noch nicht mal für eine Blondine. Verdammt, was ist los? Hey, wo ist sie jetzt schon wieder hin, so schnell? Das kann doch nicht wahr sein. Soll ich sie jemals durch die Tür kriegen, wenn das...
wenn die immer wieder wegläuft. Geht das ihr nicht schnell genug oder was? Ich geb's auf. Ich geb's einfach nur auf, ey. Damit soll ich die ganze Folge jetzt verbringen, oder was? Verdammt, was ist los? Kommst du jetzt mal bitte her? Und wir gehen durch diese Tür. Boah, ansonsten begleite ich dich wirklich durch das Wasser. Wasserphobie hin oder her, du musst dich auch mal waschen. Verdammt, was ist los? Verdammt, was ist los? Meine Fresse, ey. Das allein war jetzt schon ein Krampf. So, wir haben die aus der Tür draußen. Lass mal gucken. Die Lage abchecken. So, komm, raus hier. Ich mach dich fertig. Ja, ja, mach du mal. Nein, mach das doch nicht. Stehen bleiben, Mora. Wieso greift sie überhaupt die Orks an? Das habe ich ihr nicht befohlen. So ein dummes Fohlen. Also man kann es so übertreiben. Verdammt, da kommt wer. Ich mach dich fertig, Mora. Mhm. So ein dämlicher Mora. Ja, und wie sollen wir das jetzt schon schaffen? Oh, jetzt habe ich den falschen Spielstand geladen. Zeigt mir einer, der das schafft. Ey. Das will ich sehen. Ja gut, Neoras vielleicht, aber... So. Ja, ganz ehrlich, geht nicht anders, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte man nicht machen sollen, aber was soll man bitte anderes machen? Nicht zu plündern. Oh fuck, da ist jemand gespawnt, ey. Thank you.
vorsichtshalber mal da ab. Ah, nein, scheiße. Nee, wobei, ich habe ja noch einen Spielstand, wo... Ne? Ah, dann muss ich die aber wieder durch die Tür geleiten. Nein, Greta, bist du blond? Warum stellt sie sich auch mir in Fokus, ey? Ey, es gibt nichts Anstrengenderes als Mitmenschen. Man sieht es doch. Also wenn ihr da noch was einzugewenden habt, nee. Wird schwierig. Ein Mistvieh weniger. Ja. Das wünsche ich mir über dich zu sagen, sobald ich dich los bin, ey. Wunder, ich hab's geschafft, die Alte hier rauszuholen. Hallo, da bist du ja. Du konntest den Orks also entkommen? Wie du siehst, alles in Ordnung? Ja, alle Mann sicher angekommen. Und das haben wir alleine dir zu verdanken. Das werden wir dir nie vergessen. Wie du siehst, konnte ich Greta retten. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Die Flucht über die Stadt war ganz schön riskant. Aber... glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Baltram wollte noch mit dir sprechen. Er sagt, es ist wichtig. Am besten sprichst du direkt mit ihm. Du findest ihn hinter dem Leuchtturm. Ja, das heißt aber nichts Gutes. Hinter dem Leuchtturm. Scheiß drauf, ich überspeichere jetzt den hier. Ich habe allerdings nur Sorge, dass wenn ich jetzt die beiden Ork-Torwächter da getötet habe, ja, dass ich jetzt irgendwas verbuggt habe, was ich jetzt nicht mehr schaffe. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Wie ich sehe, hat alles geklappt. Ja, dank deiner Hilfe. Ich möchte mich daher im Namen von allen nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ohne dich... wären wir bestimmt den Orks in die Hände gelaufen. Was werdet ihr jetzt tun? Erstmal hier bleiben. Vielleicht sind wir ja hier einigermaßen sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es hatte sicher einen Grund, warum die Orks den Leuchtturm besetzt gehalten haben. Auf jeden Fall müsst ihr damit rechnen, dass die Orks mal eine Patrouille hierher schicken werden. Keine Sorge, wir werden die Augen offen halten. Falls Orks kommen, werden wir uns in den Wäldern versteckt halten. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Leute haben für dich gesammelt. Wir hoffen, dass dir dieses Gold bei deiner Mission helfen wird. Vielen Dank. Oh, jetzt haben wir aber... Jetzt ist aber Dingens ja gar nicht mehr hier. Na du Ungeziefer. Ich habe auch übrigens gesehen, dass mit dem Bootsmann habe ich scheinbar echt verkackt, weil ich Hawk auf Chorus dann nicht angesprochen hatte. Zug ist ganz alleine oben, voll Außenseiter hier.
Ich hätte so eine gute Rüstung bekommen können. Aber nada. Ach nee, da ist er doch. Da ist Dandolo doch. Warte mal. Ich hab doch jetzt Teleportruhen. Fällt mir gerade noch so ein. Zur Varan-Insel. Ich wollte gerade sagen. Hey. Volke. Das kann doch nicht sein, Hawk. Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Ja, ich kann dir zeigen, wie du Pfeilspitzen anfertigst und diese an die Schäfte anbringst. Echt nicht mehr auf die Schiffe. Wäre jetzt echt ein bisschen ungünstig. Hat er schon wieder. Nun bist du wieder auf Korinnes. Ja, und ich werde es den Orks nun heimzahlen, was sie mir und meinen Kameraden angetan haben. Na, Gernot. Na, auf Schiff werden wir nie mehr kommen, scheinbar. Boah, jetzt will ich aber erstmal... Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Dass ich das jetzt immer wieder aufrufen muss, ist ein bisschen störend, aber... Somit haben wir 250. Zeig mir deine Ware. Oh, ich habe 7000 Gold, sehe ich gerade. Schützergürtel. Ring der Erleuchtung. Ein leeres Blatt 1000. Kann ich auch Buch voll machen. Sorry, ich muss mal ein bisschen prassen. Piratenzähl brauche ich somit auch nicht mehr. Und weh, ich brauche doch noch was davon. Da ist aber was los. Möge Innos allzeit über dich wachen. Das ist aber Schluss.
was gehe ich denn eigentlich demnächst? Ich sollte eigentlich mal wieder auf Stärke gehen. Oder besser auf Einhand. Einhandmeister lernen und dann ist gut. Egal. Rabenkraut. Mighty Raven Dark. Ne, Raven ist ja tot. Ich hätte jetzt sonst gesagt, ob man die auf hier trifft. Also Raven sollte tot sein. Es sei denn, jetzt kommen hier wieder irgendwelche Nekromanten ins Spiel. Ich schäme mich jetzt gerade. Ich ziehe los ohne Dandolo. Ist die Frage, wo lang kann ich jetzt überhaupt gehen? Mein Name ist Brahim. Ich stehe hier Wache wegen der Orks. Nebenbei zeichne und verkaufe ich Karten. Gerade da die Orks Korinnes eingenommen haben, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Wer weiß, vielleicht könnte sie dir ja eines Tages hilfreich sein. Zudem ist sie sehr günstig. Naja, aber ich brauche... Zeig mir deine Karten. Gerne. Gutes Kartenmaterial ist nun mal wichtig. Her damit. Landkarte Korinnes. Stadtkarte Korinnes. Botanisches Meer? Landkarte Miental? Sehr alte Karte? Naja. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Warte mal, schaffe ich es, ihn zu beklauen? Na warte, du dreckiger Dieb! Nein, dann halt nicht. Ich sag doch, dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Dafür bin ich nicht geschaffen. Da hast du mal eine Zeit lang nicht mehr gespielt und schon geht nichts mehr. Ja, okay, so lange auch wieder nicht. Was ist das hier? Wie ist das so ein Platz, wo man denken könnte, hier findet man noch was? Könnte eigentlich schon fast hier reinhopsen, wenn da nicht schon jemand stehen würde. Schaut ja interessant aus. Ich wollte mir mal so einen Überblick verschaffen hier. Aber schon komisch, dass sie nichts niedergebrannt haben oder so. Wer hat denn bei den Orks den Floh ins Ohr gesetzt? So, ihr Banausen. Komm mit. Auf geht's.
Ich klaue euch eure Miliz weg. Ach, habe ich es mal wieder geschafft. Oh. Oh ja, ins Minental würde ich auch noch mal gerne hin. Da würde ich echt gerne mal hin. Aber erstmal fangen wir mal mit kleineren Brötchen an. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Ne, das ist Korus, ey, kein Wunder. Was soll das denn hier? Zeig dir mir Korus an. Ich will das hier sehen. Ja, so ist richtig. Das da links neben den schwarzen Troll, sag mal, das war vorhin aber auch noch nicht da, oder? Sieht aus wie auch wieder so eine neue heilige Stätte irgendwie. Da ist doch im Wald beim Steinkreis. Oder war da auch vorhin schon eingezeichnet? Also ich bin mir überhaupt nichts mehr sicher, ey. Naja. So, Feuernessel. Weil ich die Erfahrung nicht kriegen kann. Was ist das denn für ein Felsen? Man kann was sagen, was ist das denn für ein Viech? Huch! Kleiner Lederbeutel. Leichte Armbrust. Ach, da hatte wohl keiner mehr Bock gehabt. Ach, sag bloß, hier ist Niklas, haben sie den in Ruhe gelassen? Die Orks. Halt, lass mich bloß in Ruhe, klar? Hey, jetzt bleib mal ganz locker. Was ist los mit dir? Glaubst du etwa, ich wäre ein Ork oder sowas ähnliches? Ein Ork? Nein. Aber die haben jede Menge Söldner mit. Vielleicht bist du einer von diesen. Du könntest allerdings ja auch zu den Banditen gehören, die jetzt die Gegend unsicher machen. Was weiß ich? Ich kann dich beruhigen. Ich gehöre weder zu den Ork-Söldnern noch zu den Banditen. Oha. Ist das auch wirklich wahr? Ich wollte gerade sagen, wie glaubwürdig. Ja, ich bin ein Bürger von Korinnes und nebenbei gesagt ein Kämpfer des Königs. Hm, ich würde dir ja gerne glauben, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Na, lass du kannst mir vertrauen. Mein Vater ist Bosper der Bogner und den kennst du doch bestimmt, oder? Na klar kenne ich Bosper. Ich bin Jäger und verkaufe bei ihm meine Beute den Fellen. Aber du lügst. Sein Sohn befindet sich gar nicht auf Korinis, sondern dient auf irgendeiner kleinen Insel als Waffenknecht. Ja, ich habe eine lange Zeit auf der Insel Athanos gedient und komme jetzt nach Hause, um meine Eltern zu suchen. Athanos? Kenne ich nicht. Im Übrigen kannst du mir damit auch einen Bären aufbinden. Du kannst mir viel erzählen. Meine Güte, kann dich denn gar nichts überzeugen? Bosper hat mir mal den Namen seines Sohnes genannt.
Wenn du mir diesen nennen kannst, werde ich deinen Worten glauben. Wenn das alles ist, mein Name ist Roland. Roland. Roland? Ja, ich glaube, das war der Name, den ihn Bosper genannt hatte. In Ordnung, ich glaube dir. Na endlich. Nebenbei gesagt, du kannst deine Waffe wieder einstecken. Wie? Ach so, das hatte ich ganz vergessen. So, und nun? Weißt du, wo meine Eltern sind? Nein, tut mir leid. Es sind zwar sehr viele Flüchtlinge nach Norden gegangen, aber ob deine Eltern dabei sind, kann ich dir leider nicht sagen. Danke für die Auskunft. Aber ich